Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Digga! Mein Ratschpistel ist mit besorgniserregender Neuigkeit zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand spielt ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Es war mein Höfling. Was ist mit diesen Leuten los? Als ob mich das jemals interessiert. Oh nein, Digga, nicht Gizianta. Scheiße. Wenn die stirbt, ey. Ja, wir müssen der Sache nachgehen. Oh nein, nicht Gizianta, Alter. Wir sind auch gebrechlich, deswegen kommt das wahrscheinlich mit dem Kraftlosen. Das ist aber übel die Assis. Da ist so ein im Mittelalter ein alter Mann. Gebrechlich und die nennen den einfach den Kraftlosen. Diese blöden. Alter, ich müsste eigentlich alle mal hängen. Keiner sieht mehr, der Fette. Backen dieses Charakters sind dafür bekannt, dass sie gelegentlich ganz Hühnerbeine. Digga, mein Spitzname ist gar nichts. Digga, der ist ja übel scheiße, Digga. Null Diplomatie, ein Verwaltung. Ein Spende in Träumen glauben. Serafino, der in meinem Rat für die spirituellen Belange zuständig ist, hat aus dem Nachlass eines reichen, aber kinderlosen Landbesitzers eine beträchtliche Spende in Form von Gold erhalten. Gib die mir, Bruder, oder ich schlag dir den Kopf ab. Er behauptet, der Verstorbene habe ein sehr bescheidenes und frommes Leben geführt und hätte sich gewünscht, dass das Gold dorthin geht, wo es Gutes tun kann. Sufranbischof Serafino besteht darauf, dass ich ein Ja, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Finde ich gut. Teil der Spende bekomme, da ich ein Leitstern des rechten Glaubens bin. In der Lombardei bin. Ja? Ich das letzte Mal geguckt habe, war ich halt exkommuniziert, ne? Ja, aber mein Charakter ist, der ist gierig, also wir nehmen das Geld. Geld! Wir haben jetzt auch bald 500 Gold. Heilige Scheiße. Also falls hier irgendwer denkt, er könnte was. Boah, dann machen wir den auf jeden Fall maximal fertig. Könnten wir eigentlich auch hier mal was bauen, weil wir haben ja genügend Geld um. Ne? Und Truppen vergrößern, so Bataillone machen wir auch gleich. Kann man eigentlich beim Papst das irgendwie wieder zurückdingsen? Er wird sich annehmen, dieser Clemens, Digga, ich will dir mal sagen. Ich hasse dich, Digga. Ich hasse dich. Dieser elende Schuft. Da muss ich aufpassen, was ich hier sage, Alter. Würde ich hier nochmal reden, wäre ich schon längst gesperrt, ey. Digga, Bayern, Alter. Ich guck da die ganze Zeit nach oben und sehe einfach nur. Ist sein Vater vom Thron gestoßen worden. Ist einfach der nächste Tyranneikrieg. Das Heilige Römische Reich sollte die eigentlich alle mal machen. Hier Siegbert, Junge. Was machst du? Er führt da Krieg gegen Polaben. Kriegt, obwohl er in der Überzahl ist, auf die Fresse. Super. Wirklich super. Sie ist wieder schwer. Oh, zusätzliche Steuer, geil. 100 Gold, ey, geil. So goldtechnisch ist es hier eine einwandfreie Nummer hier. Wir bauen und bauen und bauen. Das ist doch wunderschön.
Lol, Königin? Nee, ich bin dumm. Wobei es ja jetzt möglich ist, Königreiche zu gründen. Nur nicht für mich, weil Italien fucking riesig ist. Also nicht so krass, aber ne? Ich glaube, mit unserem Sohn werden wir da auf jeden Fall Krieg führen, oder? Wie ist denn der Sohn nochmal? Ja, der ist zornig. Der ist auch ziemlich gut. Der hat ja auch diesen Sohn da, den wir gerade unterrichten, Azzo. Du wirst ebenfalls ein Verwalter. LOL! Polen? Ist ein sehr kleines Polen. Okay. Alter, Schweden? Bruder, der will ganz Großbritannien hier konkern, Digga. Ist ja nicht mehr normal. Geil. Alter, 5 Gold jetzt. 5. Bro, warum kriege ich da eine Nachricht? So, Digga, das ist legit am anderen Ende der Welt. Ja. Krass, die haben eine Reformation. Cool. Glaube ich, ne? Okay, wir können gar aktuell nicht wirklich was tun, was mich auch interessiert, basically. Ihr tragt nicht den Titel. Okay. Ja, also ich könnte hier Krankenhäuser krass weiterbauen, aber wann ist hier schon mal eine Krankheit so gewesen? Checkst du? Ist ja hier nicht. Das auch aus irgendeinem Grund hatten wir das hier bisher nicht. Aktuell in Europa allgemein nicht, ne? Ja. Heiligen Römischen Reich war es vorhin. Aber es war es auch. So, ich bin mal dafür, dass wir unsere Heere ein bisschen vergrößern. 2 von 2, okay, wir können kein weiteres erschaffen. Und dass wir hier die Pikiniere. Oh. Das hatten wir schon mal. Und die Bogenschützen einmal vergrößern. Perfekt. Das mit dem Geld, das wird gleich wieder mehr. Keine Sorge. Das wäre ziemlich arschig. Aber sie macht nicht viel, ne? Ja gut, sie ist auch nicht mächtig. Und krank. Oh, imagine. Hier kommt ein Neunjähriger an den Thron. Das ist krass. Das wäre krass. Fraktion allgemein gibt es, glaube ich, nicht so, ne? Ne. Nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass da. Vor allem, weil sie unzüchtig ist. Ja, stimmt, sie hat ja diesen Sohn bekommen, aber ihr Ehemann ist ja tot, ne? Ja, dann ist es hier wohl. Ein Fingerzeig Gottes, dass sie krank ist. Oder einfach nur scheiß Karma. Hallo, ich brauche einen Hofarzt. Oh, 25 Bildung. Krass. Krass, 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 Alter. Ist nicht mehr normal. Ist auch nicht mehr normal, dass wir jetzt gebrechlicher 60 werden, ne? Schon. Und exkommuniziert hat bisher niemand ausgenutzt, ne? Das finde ich heftig. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass da. Oh, Bayern? Alter Böhmen jetzt.
Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar mein Suffragan-Bischof. Ist der mit den 25 Billionen. Was wollen die alle an meinem Hof töten? Was ist mit euch? Chillt mal, Digga. Oh, jetzt Karolinger wieder hier. Alter, chillt mal an meinem Hof, Digga. 4, 5, 4, 3 Leute oder so wollten ihr schon töten. Ist ja nicht mehr normal, Alter. Vor allem alles so Leute, wo ich mir denke, so, ja, würdet ihr jetzt meinen Sohn umbringen, wenn ich ihn in Sorge. Aber ihr tötet da irgendwelche Randos. Digga, was juckt's mich, Alter? Der Typ ist 60 oder so, er stirbt eh bald. Apropos bald, unser Sohn ist jetzt 7, unser Enkel. Saarland. Aber in 2 Jahren, ne? Mein Sohn Adelfo, der für seinen Hang zur Weidmannskunst, ich weiß nicht, was das ist, bekannt ist, bringt Gerüchte über ein Tier mit, die in einem Reich gesichtet wurden. Ich höre viel. Ja, da ist jetzt so ein krasser Hirsch oder so, da kann man auf die Jagd gehen. Wie gesagt, wir brauchen unser Geld. Und ist jetzt auch nicht so, als bräuchten wir Prestige oder hierfür. Na, wie heißt Anspannung, genau. Also brauchen wir jetzt nicht. Alter, zusätzliche Steuern ist ja insane. Asturien hält sich ziemlich gut, das hätte ich nicht erwartet. England. Ich hab keine Ahnung, was die da machen. Ganz ehrlich. Die werden eigentlich nur kleiner. Hier im Krieg gegen Jorvik verloren. Er macht halt wirklich gar nichts, ne? Er chillt halt. Er hat übrigens ein Kind mit seiner ehemaligen Anstifter entdeckt. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Mein Höfling. Olga. Ach, das ist eine Frau fast. Du heißt Olga? Digga, deine Eltern hassen dich ja. Oh mein Gott, Olga, Alter. Schmiede Dränke, das Opfer. Okay, das ist die. Ja, Olga. wo ist denn hier? Olga, Junge. Zeig dich. Da ist sie. Tja, Olga. Russisch. Das ist. Hätte ich jetzt gern eingekerkert, aber es geht anscheinend nicht. Also. Piss dich. Hörst du mich? Piss dich und komm nie wieder. Bitte. Ja, das geht mal wieder heiß zu, ne? Ich hätte hier sau gern gebaut, aber unsere Kultur ist halt so krass Arsch, ne? Die ist so krass Arsch. Er stirbt aber auch nicht, ne? Hier der Kraftlose. 60 Jahre alt. Not bad, Bro. Sein Sohn ist mittlerweile wahrscheinlich schon ewig alt, 30. Hat er hier schließlich schon selber einen Sohn, der schon jetzt 8 Jahre alt ist. Innerhalb des Reiches passiert halt auch gar nichts. Ne? Also wir sind hier mit Toskana verbündet, aber niemand führt irgendwie Krieg. Anders als in Böhmen anscheinend. Hässlich, Alter. Also sie ist legit reizlos. Okay, hier sind jetzt Fettseuchen. Hier auch, aber an sich. Also bei uns ist halt wirklich nie irgendwas da. Ne? Das ist schon krass, weil ich hatte mal einen Spielstand mit York
Da war wirklich jedes zweite Jahr war da irgendeine Krankheit. Das war schon heftig. Jahre alt. Der hält halt wirklich, der hält durch, ne? Er hält fucking durch, Bruder. Lol, sie hat uns einfach ein Windel gegeben. Das heißt doch, dass sie nicht vorhat, uns irgendwie zu entmachten. Ein formbarer Geist, ja. Das ist ziemlich gut. Also wir sind anscheinend, obwohl wir... Oh. Wir sind auch rachsüchtig, ne? Ja, wird er natürlich rachsüchtig. Ja, wir sind anscheinend ziemlich... Wir sitzen fest im Sattel. Das ist ziemlich gut. Jo, vielleicht sitzen wir doch nicht so fest im Sattel. Alter. Ja, ihr seid gestorben. Der Geist von Graf Giovanni von Lombardei hat im Alter von 62 Jahren endlich diese Welt verlassen. Er starb an Altersschwäche. Ein alter Mann hat ein langes, erfülltes Leben geführt. Graf Martino besteigt den Thron, Alter. Da er unter keinen Umständen lügen würde, befürchten viele, dass er zu direkt ist für die Feinheiten der Politik. Ja, aber Befürchtungen sind für das nächste Mal. Ich finde es ganz gut, um abzuschließen. Hat sich gut getroffen. Ich verabschiede mich. Ciao.